dann müssen wir noch daheim im Hof für die kleine Schinderballe sozusagen das Lager herrichten. Das heißt, die kleine Heuballe, wenn ihr es in der Insta-Stories mal gesehen habt, wo wir gemacht haben, die müssen wir noch auf die Seite setzen, weil die haben wir schön ausgebreitet nachgelegt, weil dass sie ein bisschen trocknen können und nicht heiß wären, weil sie grenzwertig trocken waren, sagen wir mal so. Nachgesetzt. Jetzt haben wir hier nachgesetzt, hoch kann, damit es besser auslüften kann, weil die recht von Feuchtigkeit grenzwertig waren, die Baller. So, und das drehen noch Trindle. Ganz grob, kein Stroh, aber halt ein scheiß bisschen weg, weil Ballerbahn schmeißt später genügend Stroh runter, was man hier liegen lassen, was dann wieder dann als Dämmung, kann man sagen, verwendet werden kann oder verwendet wird, weil es bloß ein dünner Bretterboden, das dann nicht so kalt hochzieht, aber es sagt, Wärme eher im Stall bleibt. So, da drüber, dann kommt das ganze Stroh wieder nach. Weil wir ja gerade viel Gras füttern, da haben wir keinen Strom mehr rein. Das sind halt die letzte Ecke, sind halt meistens Baller noch von den letzten Jahren, weil man eigentlich nie immer ganz leer gemacht hat. Und wenn sie alt wäre, gehen vielleicht macht Mäuse entweder die Schnüre kaputt oder gehen sie, werden halt ein bisschen mürbe. Aber kann man dann das Loch runter schmeißen zum Eistreuer dann. So, sind wir gerade am Strohreiher. Wir haben 3,9er, Sinn vom Strohdreher ist eigentlich nur, dass das Stroh vor allem am Vorgewände, wo der Mähdrescher drüber gefahren ist, im Boden eingedrückt wird, dauerpresst ist, gar keine Luft rein kann und somit nicht so gut trocken ist oder langsamer trocken ist, wie auch immer. Und wir wollen heute kleine Balle machen. Und ich gehe gestern Froschen wieder dahin. Und ja, was mal hier wichtig ist, die Schwaderzinken dürfen durch den Boden rein. Das heißt, wir müssen wirklich bloß das obere Stroh einmal auf die Seite ziehen. Man will es ja wenden und nicht Boden bearbeiten. Deswegen, wenn man es liegen bleibt, ist auch egal. Das Stroh wird für Futterstroh verwendet, also ja, Mischwagenei. So, ich fahre hier mit relativ wenig Drehzahl, 290 Zapfenumdrehungen bei 9,5 km/h. Das reicht auch. Vorteil ist jetzt, das Schwad ist ein wenig schmäler, wenn ich jetzt mit dem Schwad einmal drehe. Das ist, mit der Presse hat man es leichter aufzunehmen, mit der kleinen Presse, die große Presse, die Fitballerpresse ist egal. Und ich würde ein wenig höher, ein bisschen. Und dadurch kann da auch Luft besser rein nochmal. Das ist jetzt so halt, das was unten liegt, wird ungefähr fast oben nachdreht. Und das obere müsste eigentlich durch die Sonne alles relativ trocken sein. Wir probieren es nachher. Wenn noch ein Acker, den wir gestern, vorgestern Droschen haben, wenn das jetzt zu feucht ist noch, dann probieren wir es am anderen Acker. Aber wenn es ein bisschen feuchter ist, nicht so feucht, dass es schimmelt, aber ein bisschen feuchter, hebe ich sie auch besser zusammen. Dann haben wir auch nicht so viel Verlust dann später. Vielleicht ist einem aufgefallen, normalerweise fahren wir ja die Schwader mit der Kette von dem Schützrad, aber hier im Acker beim Stroh ist das Schützrad weg. Deswegen haben wir das weggemacht, den Oberlenker. Ja.
Flugfuhr hier lässt prüfen. Legt einfach auch nochmal weg von unten, vom Boden wohl. Der Boden ist ja relativ noch feucht, kann man sagen. Der Mähdrescher hat ordentliche Spuren eindrückt. Und deswegen tun wir es nochmal von der feuchten Stelle weg, dass es da auch nicht Feuchtigkeit zieht. Und legt sie nebenan, wo es vielleicht schon trockener ist. So. Da liegen unsere Baller, die haben wir gestern Nacht noch bis um 12 Uhr gewickelt. Gut halt gegangen ist, ein paar haben nicht recht funktioniert, die waren schon so ein bisschen vom Transport etwas demoliert, dass sie beim Wickeln, also wir waren unförmig halt, und beim Wickeln sind sie vom Tisch runtergefallen, vom Wickeltisch. Und vielleicht habe ich ein Video, weiß ich nicht. Aber ist egal, das wird gleich verfüttert alles, zwei ist ein halbes Heu, Fütter. Gut, es lag auch einen Tag länger da, wie jetzt Grassilo. Gras sieht durch die Feuchte eigentlich recht perfekt. Hab ich aber auch alles schon mal gesagt. Können wir auch wegmachen. So, die Äcker sahen hier teilweise so aus. Wenn sie so zusammen liegt, ist auch drunter ein wenig feuchter. Weil der Hirgotfahrer ist hier auch allmacht der. Oh, ein Igel. Lebst du noch? Oh, ich hoffe, ich hab den gerade nicht. Ja? Die liegen halt auch in der Schwadner immer. Also, wenn man da jetzt guckt. Hier schmerzt der Haufen. Und ich lang da jetzt rein. Da. Das Stroh. Man merkt schon, dass es feucht ist. Also, der Stroh muss ja eigentlich rascheln, wenn man es anlangt. Richtig. Dann geht er den Tisch, kann jetzt gerade. Nein, ich will nicht aufziehen. So, soll ich so nehmen. Und dann muss es richtig brechen eigentlich jetzt so. Und das ist noch nicht hundertprozentig. Deswegen ist es gut, dass wir es jetzt drehen mit dem Stroh, weil hier viele Häufe drin sind und man da reinlangt. Ja, da merkt man schon, das ist noch recht weich. Also, mit dem machen wir jetzt keine kleine Balle. Das heißt, wir müssen außerhalb am Ort das, was wir vorgestern draußen haben, holen. Oder so eine Handschuhe. Ich will noch den Igel hier umsetzen. Ich habe so große Hände. Gell, Igel, keine Angst. Keine Angst. Ich hoffe, der lebt noch. Oh, Igel. Da darfst du her. Halt durchstellen. Das
kann man halt auch nicht sehen, wenn ich da drinnen hocke. Jo, klappt es. So. Machst du Bali Bali? Ja. Hey, die brauchst du jetzt nicht mehr. Die Frage ist nicht, machst du, sondern bist du. Ja, Willi, wenn man viele Balle gemacht hat, sind wir Balla Balla. An dem da, ja? Ja. Hast du mal Achterschrauben? An dem? Ja, ich weiß, den noch. Ah, jetzt habe ich den Bohrer gelistet, den Bohrer mal gesucht. Ja. Dann hast du. Stopp. Bei dem machen wir die Presse und lassen wir laufen. Kann das sein, wo du gestern gefahren bist? Mit dem Grünen, ja? Ja. Ja. Dass deine Lichter hinter nicht gingen, hast du... Doch, die gehen eigentlich. Ja? Ja, der Wagen ist gerichtet worden erst letztes Jahr, klar. Wo du runter, du hast ja gebremst und ich habe kein Bremslicht gesehen. Wo ich dann gestern Abend, wo ich gekommen bin, ganz am Schluss, oder was? Ja. Da habe ich gar nicht gebremst. Hast du auch eine Palette? Ja. Komm ich. Kommt der Chef. Aber jetzt hebt sein Mut. So, das ist die richtige, das ist die richtige. Hast du das richtig gemacht? Ah ja, natürlich, Herr Mut. Hä? Natürlich. Ja. Ah ja. So, guck jetzt, wird es noch neigestopft, dass es nicht verhettert irgendwie. Hä? Wird es noch neigestopft, dass es jetzt verhettert? Ja. Ja, guck. So, das kann gar nichts mehr passieren. Guck unter Hand schauen, passt alles, Helmut. Ist das alle vier zusammen? Alle vier zusammen, ja. Achtung! Super. Halt den Ballerzähler. Schön den Ballerzähler gucken. Dass wir wissen, wie viel wir haben. 66.849. Ist die noch so vom Hobby? Hä? Nee, wir sind gerade gespannt. Ja, da muss man halt beim ersten Mal gucken, ob es geht. Ja, genau, gucken, klar. Hebt. Ja.
Jetzt haben wir weiter. Dass die Baller nicht weit fallen, sondern mehr nach unten gelegt werden. Dann spiegeln die alle. Da ist sie da. Oder stehen. Dann kann ich jetzt meine Geschäfte nachgangen, die ganze Balleiten sammeln. Was er gemacht hat, gab ich weiß, was er gemacht hat. Gut, schon normal, die erste Balle sind immer scheiße, weil einfach kein Baller im Presskanal steckt, sozusagen der Gegendruck bringt. So, jetzt probieren wir mein Glück. Schwer sind die nicht. Also waren die Heilballen um einiges schwerer. Schick, dass da mal gut aussteigen kann. Und dann musste ich alle Balle so wie jetzt. No, schön drücken, das ist Neizieht und selber. Dann muss ich wirklich jeden zweiten Baller machen. Oder das Aufnahmeteil immer hochlassen, vor dem nächsten Ball runterlassen. Und das sehen wir gleich. Sobald du da einen Millimeter zu viel am Hebel ziehst, schnallst es hoch. Da ist halt ein Zylinder mit kurzem Weg und viel. Also der Zylinder macht wenig Bewegung dafür, aber das ist ein großer Weg. Und dann knallt es mal hoch. Na guck, ob ich es mal krieg. Ah, okay. Weil, ja, so ist nicht gut.
bisschen Stroh mit. Ja, das geht er jetzt. Aber das war immer das Problem, dass halt das ganze Stroh da mitgeschoben hat. Und dadurch hat es nämlich schon aufgenommen. Ja. Guckst du, ja? We'll be right back.
Dieser Zylinder hier soll über ein Seilzugsystem das Ding hier ausheben ein. Oder ausheben, ja, und ablassen. Also dieses bisschen hier, was der Bewegung hat, dieses Flascherzugsystem, zieht das ganze Ding nur hoch und runter. Deswegen, das heißt, eine kleine Bewegung von dem ist große Bewegung hier. Deswegen ist das ein bisschen launisch. Da muss man nehmen, mit viel Gefühl kriegt man das nicht mehr.